Von der Musik her hätte es eh schon gepasst. Zeit für Live-Musik bei Guten Morgen Österreich. Und zwar ist ein Blues-Meister bei uns in den Niederlanden geboren, seit rund 40 Jahren in Wien wohnhaft. Gefühlvolle Interpretationen des Solo-Akustik-Blues sind sein Markenzeichen. Ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast bei uns ist. Hier ist Hans Thesink mit dem Speed of the Sounds of Loneliness. Come on late, you come on early. You come home big when you're feeling small. You come on straight, you come home curly. Sometimes you don't come home at all. Kai Day, was ich da sagen soll. Kai Day, wie ich das erklär. Ich weiß nur, ich bin a so. Und mich erklären tu ich mir recht schwer. Was ist denn da nur eingefallen? Was hast denn da dabei gedacht? Verschwind zwei Tage und rührst dich nicht. Meinst du, dass das an anderen kränkt? So kann ein Sommermorgen doch starten. Hans Thesink ist bei uns zu Gast mit einer ganz besonderen Version von Speed of the Sound of Loneliness. Hans, bitte nimm Platz. Ja, herzlich willkommen schön. Bei uns. Guten Morgen. Guten Morgen. K.I.D. Das war, glaube ich, von Willy Resetaritz, der dieses Lied genau, irgendwie... Genau, das war eine Ausspannkur, die Version von einer amerikanischen Version von John Prine. Und ja, sein Trainer war bei mir, hat Platten durchgehört und hat dieses Lied gefunden und hat es dann übersetzt. Und das ist auch die Verbindung zum Gemeinschaftskonzert mit Ernst Molden. Dass du ja, ich gibst. Wollte da mal ein bisschen Wiener Dialekt auch singen, weil da muss ich mit mehr Ernst auch machen. Das ist nicht so einfach für einen Holländer, aber ich habe es probiert. Du seit 40 Jahren, glaube ich, schon ich in Wien probiert. Bist. Wie geht's ja, dir mit dem Wiener Dialekt und der Sprache? Naja, also verstehen ist überhaupt kein Problem, aber sprechen ist schon ein bisschen anders. Outlaw-Songs und Gaunerlieder. Morgen im Theater im Park in Wien, Thesink und Molden. In welche Richtung geht's da? Was sind Gaunerlieder? Ja, das sind so Lieder, die der Ernst geschrieben hat und übersetzt hat. Und ich habe meine Blues-Versionen und er seine Wiener Lieder. Und das ist so eine Mischung von den beiden. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich muss ab und zu ein bisschen Wienerisch singen und der Ernst muss ab und zu ein bisschen Englisch singen. Und das ist eine ganz interessante Sache. Mhm. Und wir sind so ziemlich voll, also es sind so viele Karten verkauft schon, aber... Ein paar gibt es noch. Aber es ist Platz für 1500 Leute. Also ein bisschen das ist, was das ist viel. Ja. Ja. Und wenn nicht morgen, dann vielleicht übermorgen. Da haben wir es, genau. Maria Ansbach. Oder übermorgen am Donnerstag in Salzburg in Leogang. Ja. Tonspurbühne am Asitz. Und dann geht es weiter bis nach Mallorca. Sehe ich da. Naja, am Samstag bin ich am Semmering beim Kultursommer Semmering. Das ist eine stressige Woche. Spiele ich aber solo. Okay, aber ja. Es ist viel los. Ja, ja, es ist einiges los. Aber ich spiele gerne und das ist wunderbar. Also die Musik ist ein Elixier. Schöner könnte man das Gespräch nicht beenden. Musik ist ein Elixier. Hans, dann eine schöne Woche. Viel Spaß bei den Auftritten und komm uns wieder besuchen. Dankeschön. Schön, dass ich da war und ja, danke vielmals. Sehr gerne. Alexandra Wachter bringt Sie jetzt auf den neuesten Stand in der Zeit im Bild. Danach sind wir wieder da. Bis später.